Die Stadt Dortmund informiert Sie über die aktuellen Regelungen zur Einreise aus den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien zu hier lebenden Verwandten, Bekannten und Freunden. Einreisebestimmungen. Wenn eine oder mehrere Personen aus der betroffenen Region einreisen möchte, gelten die bisherigen Regelungen zur Einreise fort. Sollten sich Änderungen zu diesen Regelungen ergeben, erfahren Sie diese auf folgender Internetseite. Aktuell ist für die Einreise ein gültiger Nationalpass und ein Visum erforderlich. Damit ein Visum überhaupt erteilt werden kann, wird zunächst eine Verpflichtungserklärung benötigt. Verpflichtungserklärung. Mit einer Verpflichtungserklärung verpflichten Sie sich, für alle Kosten zum Lebensunterhalt aufzukommen. Hierzu gehören unter anderem Lebensmittel, Wohnraum, Bekleidung sowie die Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit. Die Ausländerbehörde bietet Ihnen kurzfristige Termine für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung an. Um einen Termin zu vereinbaren, senden Sie Ihre Unterlagen an die E-Mail verpflichtungserklärungen@stadtdo.de mit dem Betreff Einreise aus dem Erdbebengebiet. Diese Anfragen werden mit einer hohen Priorität bearbeitet. Grundsätzlich müssen Sie über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um eine Verpflichtungserklärung einzugehen. Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um Infos zu den Voraussetzungen und benötigten Unterlagen zu erhalten. Besuchsvisum verlängern. Derzeit sind Personen aus dem betroffenen Gebiet in Dortmund und das Besuchsvisum läuft ab. Was können Sie machen? Sofern Ihre Gäste nachweislich aus der betroffenen Region stammen, kann ein Besuchsvisum verlängert werden. Senden Sie eine E-Mail an verpflichtungserklärungen@stadtdo.de mit dem Betreff Visumsverlängerung Personen aus dem Erdbebengebiet. Für die Zeit der Verlängerung muss ein gültiger Krankenversicherungsschutz vorliegen. Reise in betroffene Regionen. Sie möchten schnellstmöglich in die betroffenen Regionen reisen, um zu helfen. Was müssen Sie beachten? Grundsätzlich können Sie mit Ihrem Nationalpass und Ihrem gültigen Aufenthaltstitel in die jeweiligen Länder reisen. Sollten Sie im Besitz einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes sein, ist eine Ein- und Ausreise auf dem direkten Wege möglich. Sofern Sie derzeit auf die Anlieferung des elektronischen Aufenthaltstitels warten, senden Sie bitte eine E-Mail an das Postfach ert-abholung@stadtdo.de mit dem Betreff ERT-Abholung, Personen aus dem Erdbebengebiet. Sie erhalten einen kurzfristigen Termin zur Abholung des Aufenthaltstitels. Antragsverfahren bei den deutschen Botschaften. Ebenso möchten wir Sie informieren, wie sich das aktuelle Antragsverfahren bei den deutschen Botschaften gestaltet. Die Botschaften erteilen in einem beschleunigten Verfahren innerhalb von 5 Tagen ein Visum für 90 Tage, sofern alle Voraussetzungen vorliegen. Das beschleunigte Visumsverfahren greift, wenn die Verpflichtungserklärung von einem Verwandten des ersten oder zweiten Grades, das heißt von Eltern, Kindern, Großeltern, Enkelkindern oder Geschwistern, abgegeben wird. Dies soll vor allem den Personen helfen, die besonders betroffen sind, weil beispielsweise Obdachlosigkeit droht oder behandlungsbedürftige Verletzungen vorliegen. Welche Voraussetzungen und Unterlagen benötigt werden, entnehmen Sie bitte folgender Internetseite. Nationalpass verloren? Sie befinden sich in der betroffenen Region und haben Ihren Nationalpass und den Aufenthaltstitel verloren. Was müssen Sie tun? Aktuell bestehen hier die geltenden Regelungen fort. Kenntnisse über ein vereinfachtes Verfahren liegen der Stadt Dortmund derzeit nicht vor. Beantragen Sie zunächst einen Nationalpass in Ihrem Heimatland. Anschließend sprechen Sie bei der Deutschen Botschaft vor und beantragen ein Visum zur Wiedereinreise. Sofern Sie vorab eine Bescheinigung über Ihr bestehendes Aufenthaltsrecht in Deutschland wünschen, schreiben Sie an verpflichtungserklärungen@stadtdo.de mit dem Betreff Bescheinigung Personen aus dem Erdbebengebiet. Sonderregelung für besonders betroffene Personen. Der Gesetzgeber spricht bei besonders betroffenen Personen von sogenannten vulnerablen Personen. Darunter fallen zum Beispiel verwaiste minderjährige Kinder oder schwerstkranke Personen. Leider liegen auch hier aktuell keine Sonderregelungen für ein vereinfachtes Einreiseverfahren vor, sodass die geltenden Regelungen fortbestehen. Familiennachzug.
Verändert sich ein reguläres Visaverfahren zum Familiennachzug? Derzeit liegen der Stadt Dortmund keine Regelungen für ein vereinfachtes Verfahren vor. Demnach bestehen zunächst die bisherigen Regelungen fort. Aktuelle Informationen und Kontakt. Alle Regelungen werden seitens der Bundesregierung und von den zuständigen Ministerien stetig an die tagesaktuelle Situation angepasst. Neue Informationen zum Vorgehen bei der Ausländerbehörde und den Regelungen zum Visaverfahren des Auswärtigen Amtes finden Sie unter folgenden Internetseiten. Sollten weitere Fragen bestehen, senden Sie uns eine E-Mail an verpflichtungserklärungen@stadtdo.de mit dem Betreff Informationen Erdbebengebiet.